Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir ein Bild auf Aquarellpapier. Die linke Seite des Papiers habe ich bereits mit Beige bemalt und rechts kommt jetzt Gelb dran. Es soll ein sonniges Bild werden. Ich nehme Orange. Dies ist erst der Hintergrund. Die Farbe muss also nicht perfekt sein. Mit einem frischen Pinsel male ich etwas Weiß. Die Farbübergänge verblende ich. Ich nehme einen trockenen Pinsel und reibe über die Farbe. Auch hier musst du nicht perfekt arbeiten. Das ist ja der Hintergrund. Eine meiner Lieblingsfarben ist das Signalrot. Damit mache ich jetzt weiter. Zuoberst nehme ich noch ein bisschen Weiß. Das Weiß darf sich ruhig mit dem Rot ein bisschen vermischen. Auch hier ein bisschen Weiß. Jetzt habe ich eine schöne sonnige Farbpalette auf meinem Papier und ich lasse die Farbe jetzt trocknen. Jetzt nehme ich Hellblau. Ich arbeite mit dem Kunststoffspachtel. Ich fange jetzt an mit Akzenten. Achte darauf, dass du die Farbe nicht in der Mitte des Bildes aufträgst, sondern ein bisschen nach unten oder nach rechts. Nun lässt du das Hellblau etwas antrocknen und ich mache weiter mit einem sehr hellen Rosa. Mit meiner Stricknadel mache ich wie immer ein paar Akzente. Ich ziehe Linien, ich kratze ein bisschen auf dem Papier oder auf der Leinwand geht das auch. Das gibt dem Bild ein bisschen Struktur. Jetzt nehme ich noch ein sehr helles Grün dazu. Ich habe hier an der Oberfläche kühlere Farben. Der Hintergrund ist warm. Ich mache weiter mit Weinrot.
Hier mache ich nur ein paar kleine Tupfer. Ich verziehe die auch ein bisschen mit dem Spachtel. Das macht das Bild lebendig. Zum Schluss übernehme ich noch das Gelb vom Hintergrund. Ich mache ein paar gelbe Tupfer und dann ist das Bild fertig. Und noch ein bisschen Rot. Hier habe ich dir noch ein paar Wohnbilder gemacht, so als Ideen. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Du willst noch mehr Videos schauen? Hier geht es weiter und tschüss.